Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bundestag schickt Soldatinnen und Soldaten nur dann in den Einsatz, wenn die rechtlichen Voraussetzungen für einen solchen Einsatz auch vorliegen. Das gilt auch für die Verlängerung des Syrien-Einsatzes, und das gilt auch für die anderen Einsätze. Wir diskutieren intensiv und auch sehr kontrovers und sehr strittig, auch über die rechtlichen Dinge. Aber dann beschließen wir als Deutscher Bundestag einen solchen Auslandseinsatz. So ist das, und das muss festgestellt werden. Gleichzeitig stehen wir hinter unseren Soldatinnen und Soldaten, die dann in den Auslandseinsatz gehen, und wir sind auch stolz auf ihren Einsatz für Sicherheit, für unsere Sicherheit und von vielen, vielen Menschen. Richtig ist an dem Antrag von Bündnis 90 die Grünen, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, einen solchen Beschluss rechtlich vor dem Bundesverfassungsgericht zu überprüfen. Das ist richtig. Und diese Konstruktion ist auch so beabsichtigt und macht Sinn. Die Absicht von Bündnis 90 die Grünen ist auch relativ durchschaubar. Und das muss man auch sagen. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Sie so etwas beantragen, dass Sie zum ersten Mal einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, jetzt in veränderter Form, Quorum verändert, Voraussetzungen verändert. Aber die Absicht ist offensichtlich. Sie versuchen im Endeffekt, ein gerichtliches Verfahren einzuschalten, um das Ganze in die Länge zu ziehen, um gegebenenfalls am Ende sogar zu erreichen, dass ein Beschluss für einen Auslandseinsatz verhindert wird. Gegebenenfalls haben die Rahmenbedingungen sich in dem Einsatzland so verschlechtert, dass im Grunde Frieden nicht mehr erreicht werden kann. Das ist durchschaubar, das ist die Absicht. Und wenn man weiß, ist es eben gesagt worden, dass eine Fraktion im Deutschen Bundestag sicherlich jeden Beschluss dann mit einem Antragsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen wird, dann werden Einsätze dementsprechend in vielen Fällen keinen Sinn mehr machen und Frieden wird keine Chance bekommen. Das muss Ihnen auch klar sein. Die Einführung einer abstrakten Normenkontrolle, es ist eben gesagt worden, für einen entsprechenden Beschluss des Deutschen Bundestages vermischt systemisch zwei Systeme, weil es sie zu einem zusammenführen will. Das ist richtig etwas Neues, aber auch mit Bestandteilen Organstreitverfahren, mit Bestandteilen aber auch der abstrakten Normenkontrolle. Nicht klar ist der Prüfungsaufbau, das Prüfungsschema, das wird offen gelassen, und rein zu sagen, na ja, das sind die Grundrechte, das ist das Grundgesetz, Artikel 24, Artikel 25. Na klar, das macht das Bundesverfassungsgericht, sonst wären Sie ja von einem anderen Gericht. Aber das müssen Sie schon konkreter in einem Prüfungsmaßstab dementsprechend darlegen. Das bleibt Ihr Antrag deutlich schuldig. Und es vermischt auch, es ist gesagt worden, wir sind eine Parlamentsarmee. Wir haben eine Parlamentsarmee, keine Exekutivarmee und erst recht keine Gerichtsarmee. Von daher würden Sie im Endeffekt dem Bundesverfassungsgericht dann eine Letztentscheidungskompetenz aufbürden für viele Fragen, die sich nicht nur im Grundgesetz dann hinterher dementsprechend beantworten lassen, sondern über, Sie haben es selbst genannt, die Artikel 24, 25, dann über entsprechende Hinterfragungen des Völkerrechts. Und dafür ist das Bundesverfassungsgericht in keinster Weise zuständig. Und abschließend, Sie zitieren das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und Sie zitieren auch die entsprechende Randnummer. Ich glaube, es ist die Randnummer 44, die Sie in dem Antrag zitieren. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich meine, es war die 44. Mit dem Zitat, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Ermöglichung verfassungsrechtlicher Kontrolle Sache des Gesetzgebers sei. Richtig. Davor stehen aber zwei größere Ausführungen, die lauten wie folgt. Zum einen ist die Entscheidung über Auslandseinsätze über die Grundsätze des verfassungsrechtlich verankerten Parlamentsvorbehalts nicht der Exekutive, sondern dem Deutschen Bundestag als Repräsentationsorgan des Volkes anvertraut. Zum anderen rechtfertigt allein die verfassungsrechtliche Bedeutung einer Maßnahme nicht die Bildung weiterer bzw. die Ausweitung bestehender verfassungsrechtlicher Verfahrensarten entgegen dem Grundgesetz, im Grundgesetz verankerten Enumerationsprinzip. Das Verfassungsgericht sagt also gerade nicht, dass eine Lücke vorliegt, eine Lücke im Rechtsschutz, sondern verweist auf die Verantwortung des Parlaments, und die sollten wir auch wahrnehmen. Das scheint mir doch der wesentliche Punkt Ihres Antrags zu sein. Sie wollen hier auf Zeit spielen, Sie wollen Entscheidungen in die Länge ziehen, Einsätze möglichst erschweren und dann
Nach meiner Beurteilung verhindern sie sogar sinnvolle, vernünftige Einsätze, die Frieden bewahren, Frieden sichern könnten. Und das schaffen sie durch so ein Verfahren nicht, dass sie nebenbei auch noch unsere Bündnisfähigkeit schwächen, der Bundesregierung nicht die Möglichkeit geben, auch klar international zu äußern, was möglich ist. All das spricht gegen Ihren Antrag. Wir werden ihn auch diesmal ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Sensburg. Damit schließe ich die